So, hallo, wir machen weiter. Bei Binding of Isaac Repentance. Wir sind im Moment dabei, diesen Bloody Mary Challenge-Dings zu versuchen. Und ich sag mal, zwei Parts werde ich da noch rein investieren. Wenn es dann nicht funktioniert, würde ich erstmal über einen normalen One versuchen, den neuen Boss zu bekommen. Ja, also den neuen Abschnitt sozusagen zu spielen. Aber eben nicht über einen Hard One, sondern über einen. Yo, wir haben Curse of the Labyrinth und wir starten bei einem Stachelraum. Das ist schon mal beides interessant. Gehe ich gleich in den Stachelraum? Ich würde sagen, ja. Ich meine, wir sind eh in der ersten Ebene. Ah, wait. Richtig, wir sind aber in einer Curse of the Labyrinth-Ebene. Das heißt, es kann ein Satanraum kommen, wenn ich mich nicht treffen lasse. Wir probieren das erstmal. Da steht es ja auch schon 100%, ne? Wenn ich mich nicht treffen lasse, 100%. Mal gucken, wie wir es hinbekommen. Gleich ist der erste Treffer da. So, droppen wir eine Bombe oder sowas. Ja. Jetzt droppen sie Herzen. Jetzt droppen sie Herzen, natürlich. Schlüssel ist gut. War nicht für die Ebene, wobei für die Ebene schon fast wir goldene Kisten finden sollten. Was ich sagen wollte. Also ich investiere jetzt noch gut zwei Parts in die Geschichte. Ich will aber auch nicht die ganze Zeit jetzt nur diese Challenge hier spielen. Wenn es halt nicht funktionieren sollte. Wenn es nicht funktionieren sollte, dann wie gesagt, gehen wir einen normalen One. So, jetzt hätten wir eine Bombe. Jetzt warten wir aber mal noch ein bisschen. Ich merke mir auf jeden Fall den einen blauen Stein, der da war. Vielleicht kriegen wir ja noch mehr. Oh, goldene Bombe oder sowas. Goldene Bombe wäre schön. Okay, das wird jetzt ein kritischer Raum. Jo! Boah, mein Gott, war das dumm. Na, wir sind auf 48% gedroppt. Es ist noch nicht null. Aber es ist schon mal weniger. Dachte ich 58, ich meinte 48%. Also weniger als die Hälfte. Ah ja. Na, dann gehen wir doch gleich mal einen Boss besuchen. Denn jetzt ist das Buch gerade schön aufgeladen. Und den zweiten Boss können wir dann besuchen, wenn wir die anderen Ebenen gespielt haben. Alle Ebenen. Die anderen Räume. Räume meinte ich natürlich. Ihr könnt jetzt allerdings. Das hole ich mir mal schnell. Das hole ich mir mal schnell. Sehr schön. So. Ein Ghostie, der verprügelt werden möchte. Erst der kleine Ghostie, dann der große Ghostie. Oh, Kick Ghostie kann Dinge. Das ist ein neuer Ghostie? Seit wann hat er denn so ein. So eine Art von... Oh, Damage Up. Nice Sache. Damage Up ist sehr nice. Vor allem, weil ja wir durch den Effekt nachher auch immer Damage Up bekommen. Was gut ist, nur grundsätzlich halt, ja. Ihr wisst, was das Problem ist mit der Challenge, ne? Es kann super gut laufen. Der Anfang jeder Ebene entscheidet halt, wie es läuft. Denn da habe ich ja immer nur das halbe Herz. Also ich muss dafür sorgen, irgendwelche Items zu bekommen, die mich gleich zu Beginn irgendwie heilen können. Was weiß ich, irgendwie so ein Item, was Geld in Herzen umwandelt oder. Na, oder ich büße etwas Damage ein und bekomme dafür ein Herz. Sowas gibt es ja, glaube ich, auch. Es gab ja so ein Item, da konnte man, glaube ich, für Damage ein Herz bekommen oder umgekehrt. Vielleicht war es auch umgekehrt. Damage bekommen, indem man ein Herz geopfert hat oder so. Das war dieses Razor Blade, glaube ich. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, wie auch immer. Jetzt gleich gehen wir erstmal zum zweiten Boss und erhoffen uns, den Satanraum zu bekommen. Wir werden sehen. Und dann muss ich mir aber wirklich gut überlegen, wenn es einen Satan-Deal geben sollte. Ich hoffe ja mehr so auf die roten Kisten. Das war stabil, was du getan hast.
Ich hoffe ja mehr so auf die goldenen Kisten. Ach, golden. Ich habe gerade richtig gesagt, rote Kisten, und dann sage ich plötzlich anders. Ich hoffe ja mehr so auf die roten Kisten, weil man da nochmal auch coole Items rausbekommen kann. Und das würde halt kein Herz kosten. Das ist das Ding. Das würde halt am Ende kein Herz kosten. So, das sollte ohne Treffer funktionieren. Da sehe ich jetzt kein Problem, ihn zu besiegen. Dann haben wir schon mal ein schönes Damage-Up am Anfang bekommen und vielleicht hier noch ein cooles anderes Item, was dazu kommt. Jupp. Auch ein wichtiges Item für schnellen Angriff. Ja, jetzt haben wir leider keinen Satanraum. Was soll's. Die Wahrscheinlichkeit war nun mal nicht 100% und nicht 100% bedeutet nicht 100%. So, jetzt kann man aber den Stachelraum besuchen, denn wir können uns ja danach direkt voll aufladen wieder. Alles also gar kein Problem. Ah, das ist, was ich gesucht habe. Na, schade. Und leider kann ich jetzt die in der Mitte nicht sprengen. Das ist jetzt natürlich doof. Vielleicht kommen hier Trollbomben raus. Ja, blöd. Ja, blöd. Sollte ich nochmal Bomben finden, gehe ich hier nochmal rein. Wir haben genug Kerzen rumliegen. Ich gehe jetzt mal noch rum und gucke mal, was die Ebene noch so bietet. Ich meine, es ist jetzt Bonus. Ich habe genug Möglichkeiten, mich aufzuladen. Also es dürfte jetzt nicht schief gehen und ich bekomme halt jetzt noch Zeug dazu, wie hier zum Beispiel einen Schlüssel. Und das kann nie schaden, ne? Gerade jetzt sind die Ebenen noch einfach, dann würde ich hier eher ein bisschen rumlaufen. Jetzt da ging es weiter. Und hoffen, irgendwas Brauchbares zu bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ebene mich jetzt aus dem Leben zündet. Dann gehe ich lieber in späteren Ebenen schnell durch und sammle jetzt noch Schlüssel ein, zum Beispiel. Das ist doch schön. Gratis-Schlüssel. Es geht auch nicht um Speedrun hier, ne? Ein paar Treffer kann ich mir leisten. Nicht, dass ich es jetzt bewusst provozieren würde, aber ich kann es mir halt leisten. Also ich muss mir nicht gleich Gedanken machen, wenn ich getroffen werden würde. Eine Münze, sensationell. Und da ist der Shop, der ist natürlich offen, weil wir in der ersten Ebene sind. Die Stop! Wir haben aber keine Möglichkeit. Nein, wir haben keine Möglichkeit mehr an Münzen zu kommen. Dann hole ich mir jetzt hier gar nichts. Ach, ärgerliche Momente. Na, ich habe nichts mehr zur Verfügung. Ich kann nichts mehr tun. Okay, ist in Ordnung. Wir gehen raus. Ich kann nichts mehr tun. Was soll's? Wir haben volle Herzen und damit bekommen wir. Okay, ich könnte Schlüssel, aber nee, ganz ehrlich. Drei Schlüssel dürften noch nicht jetzt so den Mega-Effekt haben. Wir gehen. Wir verlassen diese Gegend. Und jetzt kommt es ja sowieso schon wieder drauf an. Jetzt ist ja schon der erste Moment wieder der entscheidende, dass wir eben nicht getroffen werden und jetzt zusehen müssen, ganz, ganz schnell hier nicht drauf zu gehen. Ich habe vor denen echt Respekt. Ich muss halt immer in ihre Richtung gehen und wenn die schießen und ich schieße, dann sind wir halt gleich auf. Ich lasse mich so... Ja, wahrscheinlich! Das ist nicht fair. Ja, that's what I needed. Ich meine, ich bin jetzt immer noch nicht hundertprozentig safe. Ich bin immer noch ich bin immer noch gefährdet, wenn ich einen Gegner habe, der ein ganzes Herz Schaden macht. Aber wir sind ein bisschen safer. Oh, das ist dieser Raum. Eieieiei, da ist der Stachelraum dann. Okay, dann... Oh, da, die schießen quer.
Habe ich vergessen, dass wenn sie tot sind, dass die quer, was heißt quer, so, eben nicht gerade quer, sondern schräg explodieren. Da wäre ich fast reingerannt, das wäre so ärgerlich geworden. Ja, jeder Treffer hier ist jetzt natürlich besonders ärgerlich. So, wir gehen erstmal weiter. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Die machen einen Schaden. Wenn die mich treffen, machen die einen Schaden. Bitte rennt nicht in mich rein. Ich habe keine Zeit für euch, mit euch zu spielen. So. Eine Bombe. Ich könnte jetzt... Ich weiß, es ist nur für dieses eine Herz. Aber bevor ich drauf gehe... Ganz ehrlich. Bevor ich drauf gehe, sprenge ich mir den Weg hier zu dem Herz frei. Ich kann ja gucken, ob wir Glück haben und hier ist zufällig noch zusätzlich der Geheimraum. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. So. Jetzt haben wir ein paar mehr Bomben. Wir gehen erstmal unten rum weiter. Unten scheint mir eher der Weg weiter zu führen. Oh, ich konnte nicht hochlaufen. Da war ein Loch, das habe ich nicht gesehen. Oh, wenn der mich jetzt getroffen hätte. Da hätte ich aber wieder geschrien. Ich konnte nicht hochlaufen, das war ja frech. Job. Nicht treffen lassen. Sehr schön. Ach ja. Wir haben ja Dings auf die Unknown. Ja, das war jetzt dumm. Hätte ich keinen Schlüssel. Hätte jetzt keinen Schlüssel. Das hätte jetzt echt nicht sein. Ich kaufe nichts auf Verdacht. Uff! Gegnerkenntnisse sollte man haben. Dann wüsste man auch, wie die explodieren. Ah, ich dachte, der explodiert einfach nur. Ich habe tatsächlich nicht dran gedacht, wie der explodiert. Okay, Boss. Energietechnisch nicht so geil, aber es sollte jetzt nicht der größte, schwierigste Boss der Welt kommen. Golden Horseshoe, viel Lucky. Jetzt wüsste man halt gerne, was das ist, ne? Aber ich muss mein Herz hier behalten. Ich weiß leider nicht, was der macht. Vielleicht ist der besser als das Herz für meine Situation. Ich weiß es leider nicht. Und ich kenne das Ding nicht und ich gucke jetzt auch nicht nach. Okay. Oh, Vorsicht, ganz große Vorsicht vor... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vor den... Nein! Vor den roten Häufchen. So ist gut. Schön sterben. Gehen. So ist gut. Okay, er ist down. So gut wie... So, jetzt haben wir, jetzt kriegen wir den Satanraum. Das ist jetzt natürlich Müll. Wenn jetzt ein Deal kommt, habe ich ein Problem. Ja, scheiße. Ich weiß halt nicht, was da ist, ne? Aber ich bin ganz ehrlich. Bevor da was super Geiles ist und ich es jetzt nicht mitnehme. Ich habe gerade eben einen HP bekommen. Im Prinzip gehe ich damit mit Saldo 0 raus. Ich nehm's, bevor da was Geiles ist und ich nehm's nicht. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, ich nehm's. Worse Pills plus Evil Up. Krieg ich jetzt nur noch schlechte Pillen, ja? Das klingt nicht angenehm. Okay. Okay. Fühle ich jetzt ja nicht so. Worse Pills. Ist das das Gegenstück von... Warum sollte man jemals so ein Item mitnehmen? Welchen Vorteil hat man davon, nur noch schlechte Pillen zu bekommen? Warum sollte man jeweils
jemals so ein Item mitnehmen? Also das verstehe ich nicht. Welchen Vorteil könnte... Das muss natürlich noch irgendeinen Vorteil haben, der uns jetzt halt nicht ersichtlich ist. Ne? Also irgendeinen Vorteil muss das noch haben. Ich sehe spontan keinen. Irgendeinen Vorteil muss das haben. Keine Ahnung welchen. So, da wurde ich kurz unterbrochen. Ja, wir sind hier durch. Jetzt habe ich natürlich blöderweise ein paar mehr Herzen verloren. Keine zurückbekommen. Das mit den Pillen irritiert mich jetzt echt brutal. Warum sollte man freiwillig schlechte Pillen mitnehmen? Also damit kann ich mir eine Full-Heal-Pille auf jeden Fall abschminken. Warum nimmt man freiwillig... Ich meine, es war dieses Evil-Up dabei, ne? Vielleicht ist das ja irgendein... irgendein starker Zusatzeffekt. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt wird's halt... Jetzt ist da draus ein iPhone-Pilz geworden. Aus Bad Trip ist ein iPhone-Pilz geworden. Ich hab's jetzt mal schnell weggetan, bevor ich es versehentlich einsetze. okay. Okay. Bitte sei keine Stachelkiste. Oh ja. Mein Herz. So, jetzt sind wir schon wieder. Jetzt bin ich schon wieder zufrieden. Jetzt nach Möglichkeit nicht sterben. Aber unsere Voraussetzungen sind deutlich, deutlich besser schon mal wieder, weil wir haben Energie. Wir haben sogar Energie, um einen kompletten Hit auszuhalten. Also auch einen Ein-Damage-Hit. Was gut ist. So. Okay. Ich werde gleich mal was... Das ist nur ein halbes Herz da unten. Na, dafür werde ich nicht sprengen. Dafür werde ich nicht sprengen. Da ist jetzt die Arcade. Ich hab gehofft, dass so schon irgendwas rumliegt. Leider liegt nichts rum. Wir lassen es erstmal. Okay, ich werde gleich mal was probieren. Alla. Dich erstmal weg, Kollege! Mach Scheißdreck! Das war genau das, was ich nicht wollte. Machen wir was sonst. So. Folgender Plan. Hier ist der Geheimraum und ich hoffe, dass ich die beiden Pilze mitsprenge. Oh, hat leider nichts gebracht. Außer halt... Ich wäre jetzt einfach da gerade hingelaufen. Ist ganz, ganz komplett stur. Kann ich so sprengen, dass es sowohl den mitreißt, als auch den Stein? Ich fürchte, jetzt setze ich die Bombe so, dass ich gar nichts mitreiße, aber wir probieren es einmal aus. Ja. Dann setze ich es aber gleich richtig. Okay. Die andere setze ich hier. Es können Herzen rauskommen und das ist mir die Bombe wert. Ja. Richtige Entscheidung. Mal wieder. Okay, sehr schön. So. Ich würde dennoch, bevor wir da unten an der Arcade-Maschine rumspielen, den Shop erst abwarten wollen. Da ist kein Shop, da ist rein gar nichts. Das ist ein komplett nutzloser Raum. Scheiße. Ich hoffe, er bringt mir dann zumindest belohnungstechnisch irgendwas. Und ich hoffe, ich werde nicht getroffen. Dann ist es ein Raum, der zumindest okay war. Ja. Der Raum war nur riskant und hatte keinen Vorteil. Okay. Auch hier sprenge ich mich erst rein, wenn wir geguckt haben, was im Shop ist. Ja, jetzt wird's interessant. Oh, ich darf mich nicht in Sackgassen begeben. Okay, je weniger es werden, umso besser.
der hätte fast erwischt. Mich fast erwischt. Knochen ist ein bisschen schnell gewesen, aber nicht so schnell. Ich war schneller als der Knochen. Immer noch kein... Okay. Schnell. Alles kaputt machen. Gott. Haben wir nur noch einen von den blöden Viechern. Yo! Okay, auf die Fliege, auf den Geist achten. Manchmal verpasse ich die Dinger. Ist das Splitshot? Oder sowas? Nee, das ist was anderes. Was ist das? Fly Revenge. Okay. Klingt nach was Gutem. Hatten wir bestimmt schon ein paar Mal. Wahrscheinlich irgendwie, wenn ich getroffen werde vom Fliegen oder sowas. Was weiß ich. Ist egal. Jedenfalls nichts Schlechtes. Und wir haben es gratis bekommen. Boah, das war knapp. So, da ist mein Shop. Der Händler meines Vertrauens. Hoffen wir, dass es was Brauchbares gibt. Nein, es gibt nichts Brauchbares. Beziehungsweise, ich weiß nicht, was dieser Rucksack... Extra Active Item Room. Okay. Was bedeutet das jetzt? Kann er sich jetzt doppelt aufladen? Junge. Nee, also weiterleiten. Oder kann ich zwei Active Items tragen? Was irgendwie keinen Sinn ergeben würde, weil dann könnte man ja gar nicht entscheiden, wann man welches einsetzt oder so. Oder man setzt beide einfach dann gleichzeitig ein. Keine Ahnung. Wir müssen mal warten, ob wir nochmal ein Active Item bekommen. Dann sehen wir, ob das passiert oder nicht passiert. Nice. So, genug Bomben für den Geheimraum haben wir auf jeden Fall. Ach, leck mich doch. ...12,1% Chance für Devil Deal. Naja. Sehe ich jetzt eher nicht. Ah, ich hab... Aber jetzt sind wir schon auf 3,4% gedroppt. Nein. Na, Hilfe. Der gibt mir hier wieder böse mit. Aber wir bekommen eh nicht das, was wir brauchen. Turn your enemy. So. Hab vergessen, was es macht. Aber ist egal, ich hab's ja eh eingesammelt. Ich würde jetzt gerne noch so ein bisschen auf Münzenjagd gehen. Aber wenn ich nicht viele Münzen kriege, bin ich ganz ehrlich, dann gehe ich eher nicht in die Arcade. Das ist es dann doch nicht wert, ne? Das sollte auch ein Raum sein, der voll okay ist. Ohne Treffer hier durchzukommen. Yo, chillt halt. Das hätte fast schief gehen können. Aber ich glaube, der rote tropft ein Herz, ne? Dann hätte ich noch ein... Also mehr Herzen haben ist ja auch wichtig für die nächste Ebene. Meine Vermutung ist ja immer noch, dass wenn ich mehr Herzen habe, dass ich einen größeren Damage abbekomme. Den gönne ich mir das gleich mal hier. Shotspeed down. Ist es so? Okay, ich könnte mir jetzt Folgendes vorstellen. Pillen, die man einsammelt, sind schlecht. Wenn man sie in die nächste Ebene mitnimmt, werden sie zu einer guten Pille. Ist es sowas? Unterbrechung Nummer 2. Was haben wir jetzt hier gemacht? Wir haben Fliegen bekommen, okay. Ah!
Ich werde getroffen und ich bekomme Fliegen. Das sind die Revenge Flies. Ja, okay, ergibt Sinn. So, 3 Münzen. Wollen wir für 3 Münzen kurz spielen? To be honest, lohnt sich nicht, oder? Ich spreng jetzt mal den Kollegen hier. Dann haben wir 6 Münzen. Es wäre halt cool, wenn wir Pretty Fly bekommen. Ja? Okay, ich spiele bis 8 Münzen. Das war schon mal gut, weil jetzt haben wir wieder volle Energie. Sprengst jetzt auch nicht. Ich habe 4 Bomben. Ich würde gerne 4 Bomben behalten. Gut. Ja, an dem hätte ich auch. Ich weiß. Nein. Nein, wir warten noch den nächsten Chopper. Das Ding ist ja, wie auch jetzt wieder, es kommt jetzt wieder auf diesen nächsten Moment an. Jetzt kommt es drauf an. Jetzt nicht sterben. Jetzt kommt es wieder drauf an. Und wir gucken mal, was mit der Pille passiert. Shot Speed Down. Bleibt Shot Speed Down. Yo! Die Fliegen um mich rum sind einfach jetzt massiv geworden. Also richtig viele wegen dem Effekt von dem Ding. Okay. Das ist natürlich cool, weil das ist jetzt nur eine Art zusätzlicher Schild. Aber wieso hat sich jetzt die Pille nicht verwandelt? Vorhin ist doch Bad Trip zu auf. Ist ja egal. Ist mir wurscht. Vielleicht hat es irgendeinen anderen Grund. Oh, nee. Im Dunkeln gegen den Guy. Ja, oh mein Gott. Bestes HP ab. Bestes HP ab, weil es mich voll auffüllt. Aber das mit den Fliegen ist voll gut. Jetzt werde ich jedes Mal am Anfang getroffen. Da gehen wir jetzt durch. Da gehen wir jetzt durch. Den Challenge Show machen wir jetzt. Da werde ich jedes Mal am Anfang getroffen und spawn einfach richtig viele Fliegen um mich rum, die sich erstmal um die Gegner kümmern. Das ist voll die gute Möglichkeit, um an Energie zu kommen. Aber ich will jetzt mich nicht lange in der Ebene aufhalten. Ich bin ganz ehrlich. Curse of Darkness muss ich jetzt nicht sehr lange haben. Aber insgesamt auf jeden Fall kein großer Nachteil, dass wir hier reingegangen sind. Im Gegenteil. Definitiv ein Vorteil. Definitiv Vorteil, dass wir es gemacht haben. Sehr schön. Okay, ich würde trotzdem gerne den Shop natürlich finden, aber ich bin ganz ehrlich, wenn wir den Boss finden, dann bin ich auch happy, weil Curse of Darkness... Nee. Da sehe ich mich einfach nicht. Da sehe ich mich einfach überhaupt nicht. Ich hasse diesen Fluch. Das ist so einer der schlimmsten Flüche. Eigentlich ist es der schlimmste. Ich wüsste jetzt nicht, welcher noch schlimmer ist. Weil der halt wirklich mein Gameplay massiv beeinträchtigt. Andere Flüche sind so, ja, du kannst Pech haben, Flüche. Und also so im Sinne von, du wirst irgendwo hingeportet. Das ist kein schlimmer Fluch. Was gibt es noch so für Flüche? Labyrinth ist auch kein schlimmer Fluch. Dass man die Items nicht sieht, ist nervig. Dass man seine Energie nicht sieht, ist nervig. Aber alles kein... Ja, wahrscheinlich. Aber alles kein schlimmer Fluch in dem Sinne. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Shop! We got the shop! You! Fuck my life! Shop.
Okay, das Ding rennt, glaube ich, nur rum und zeigt mir die Gegnerstärke an, ne? Irgendwie sowas war das. Nee. Nix useless. Komplett useless. Was soll's. Jetzt schnell Boss. Schnell Boss. Einfach nur schnell Boss und raus hier. Raus aus diesem verfluchten Curse of Darkness. Raum! Alter. Wenn ich wieder wüsste, was Dead Friend macht. Ach, der schießt auch. Ja, ist cool, aber wir brauchen Herzen. Boss! Perfekt. Dann sprengen wir noch kurz hier die Wände und dann war's das. Dann war's das. Dann nix wie raus hier. Nämlich nachher, falls ich getroffen werde. Eher unten sprengen. Eher unten sprengen. Ja. Yes. Okay, das sind jetzt wieder diese komischen Steinherzen, von denen ich keine Ahnung habe, was es für eine Bedeutung hat. Und ich habe das eine Mal gesagt, ich sammle das nie wieder ein, weil das war was ganz Komisches. Die haben irgendwie, waren die so verflucht und ich weiß es nicht, was es ist, deswegen ich lasse es liegen. Ich habe bisher keine Ahnung. Ich bin hier sicherer, ich nehme es nicht mit. 24,3%. Aua. Aua. Junge. Tschüss. Satanraum. Hab ich gerade die Balance-Pille eingesammelt. Ups. Aber Satanraum ist irgendwo aufgetaucht. Da ist er. Das war die Garantie für einen Satanraum, ne? Nee. Jo, was ist das eigentlich für ein Satanraum, für ein Fieser? Man muss jetzt das erste nehmen, um das zweite nehmen zu können. Ich kann nicht, oder? Kann ich da... Kann ich da vorbeilaufen? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Das wollte ich nicht. Ich wollte doch nur testen, ob ich da vorbeilaufen kann. Ach so, ja, ich hab mein HP-Kram verloren. Jetzt habe ich nur noch 3 Herzen. Will mir veralbern. Das war ja Mist. Raus hier. Das war ja Mist. Bekomme ich jetzt überhaupt noch so viele Fliegen, weil ich nur 3 Herzen jetzt opfern kann? Also 2,5 ja so gesehen nur. Na doch, also Fliegen bekomme ich ordentlich. Naja, Damage hätte jetzt besser sein können. Wir gehen mal in den kleinen Raum. Ich hoffe, dass ich da direkt mehr ein Herz bekomme. Bruder. Der mich trifft, ist richtig. Yo, der hat einfach meine ganzen Fliegen weggefressen. Das war Mist. Oh, nee. Oh, das ist die Skeletthand. Nein, mach dich doch weg. Scheiße. Muss ich hier nochmal ausweichen. Komm, Herz. Das ist kein Herz. Oh mein Gott. Das Feuer, das lila Feuer kann schießen, ne? Ich muss... Oh Gott, Leute. Das. Der Raum endet mich. So viel dazu. Der Raum hat mich beendet. Ich hätte möglichst schnell das... Ja, jetzt fallen mir Dinge ein, die ich hätte tun können. Ich hätte möglichst schnell das Feuer sprengen können, das obere. Ah, shit. Kein guter Raum für eine halbe Herzgeschichte. Ah. Okay.
So, hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Runde. Einige auf Isaac Repentance, wir sind immer noch in unseren Bloody Mary Versuchen. Ich habe jetzt gerade mal im ersten Stachelraum also ich bin gerade am Resetten, bis Labyrinth kommt und wollte erst da die Aufnahme starten. Ich gucke allerdings auch in die Stachelräume rein. Und jetzt habe ich hier gerade die Guppies Paw eingesammelt und will jetzt mal ausprobieren, was die jetzt eigentlich macht, wenn man die blauen Herzen ja gar nicht aktiv als blaue Herzen hat. Ach so. Stimmt. Ich opfere ja. Null. Ich opfere ja rote Herzen für blaue Herzen. So war das. Ich dachte, es war andersrum. Ich habe irgendwie gedacht, es war andersrum. Aber gut, jetzt haben wir die Aufnahme schon gestartet. Jetzt können wir auch gemeinsam wieder gucken. Na, also, das mache ich gerade schon den ganzen Anfang. Soll ich wegen dem Tiersab jetzt weiterspielen? Komm, wir spielen mal weiter. Oh, was liegt denn da jetzt rum? Das wäre eins, was ich auf jeden Fall gleich mal nachgucke. Blank Rune. Die Blank Rune ist, glaube ich, die setzt... Ich gucke gleich nach, aber ich meine, sie setzt das Baseball-Item, was ich habe, setzt ein oder irgendwie sowas. Bin mir nicht sicher. Blank Rune, was tust du? Ach nee, gibt einfach einen zufälligen von den Runeneffekten. Ja, nevermind, hab nichts gesagt. Und zu einem Viertel Wahrscheinlichkeit bekomme ich die wieder zurück. Also es wird nochmal eine neue Blank Rune gespawnt, wenn ich sie einsetze. Yo. Würde ich bei 4 Münzen natürlich nicht reingehen, aber hier ist ja noch gratis reinzugehen. Ach, geh halt kaputt. Komm, flieg ins Voll, danke. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Okay. Dann gönnen wir uns doch mal Schatzkistchen. Was machst du denn, Mr. Me? Hä? Was hat der denn jetzt für interessante Sachen gemacht? Klaut der Gegenstände im Shop? Oder klaut der allgemein irgendwelche Gegenstände? Und holt mir die? Was ist das denn für ein interessanter Charakter? Das müssen wir uns gleich mal genauer angucken. Was passiert, wenn ich ihn beim Boss einsetze? Den Mr. Me. Machst du irgendwas? Oh, okay. Interessant. Aber ich würde dann doch wieder mein Buch holen, glaube ich. Ich würde definitiv wieder mein Buch holen. Ist das... Das war ein HP. So, Buch holen und dann wieder raus. Wieder ein komisches Item mehr kennengelernt. I don't know. Aber wir gehen noch kurz in den anderen Raum rein.
Ich hab ja Herzen, sollte es schief gehen. Und mit Glück bekomme ich einfach noch einen Schlüssel zusätzlich oder sowas. Oder sowas. Das nehme ich auch mit. Ist eine Aufladung. Naja, nicht eine Aufladung, aber es ist ein Stück wieder Aufladung. So. Okay. Spielen wir mal die Runde weiter. Ist jetzt nicht so ganz gut gelaufen, wie ich es gern gehabt hätte beim Start, aber was. Was soll's? Hier noch Münzen raus. Okay, kriege ich tatsächlich. Jede Münze zählt. Schade. Okay. Aber jetzt müssen wir ordentlich Damage abbekommen, weil wir 4,5 Herzen abgezogen bekommen. Wusch. So, jawohl. 7,57 Damage für die Runde. Problem ist halt, ich kann halt sofort tot sein. Ich habe halt keinen Schutz und nichts. Ne? Ich muss halt jetzt auf Herzen hoffen. Ganz schnell auf Herzen. Das ist immer das gleiche Problem mit Vladimir Wiede. Die Ebene davor kann noch so gut laufen. Wenn du halt einmal getroffen wirst in der nachfolgenden Ebene, ist die Geschichte vorbei. Okay. Wir sind fast sicher. Wir sind noch nicht sicher vor Gegnern, die ein ganzes Headshot machen. Aber das sind die schon mal nicht. Okay. Optimal. Mit einer Bombe werde ich das hier noch nicht sprengen. Das ist mir noch ein bisschen zu wenig erfolgsversprechend. Jetzt schon. Na super. Nützt mir nix. Aber so habe ich halt meine Bombe noch. Nice. Sehr nice. Boss. Gehen wir erstmal Bossy machen, weil Chance auf Satanraum ist da. Problem ist, ich glaube, ich werde hier nicht ohnehin durchkommen. Ich hätte mir denken, dass mich auf jeden Fall nicht kassiert werden. Aber vielleicht auch nicht. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt kassiere ich auch keinen mehr. Passt. Sehr schön. So, was haben wir hier? Nice. Das ist die beste Variante von einem Satanraum im Moment, weil ich behalte meine Herzen und in den Kisten könnten auch coole Sachen drin sein und da kostet keine Herzen. Die ich nicht kenne. Bevor ich mich da raus teleportiere, mache ich erst die andere auf. Okay. Dann gucken wir Pillen an, die wir nicht kennen. Pretty Fly! Yo! HP Down war böse, aber was soll's. Pretty Fly ist awesome. Wir gehen trotzdem kurz für den Shop. Im Shop kann ja auch so ein 7-Münzen-Item sein. Und dann will ich nicht hier was verpassen, eventuell. Ah, und wir müssen den Stachelraum noch machen. Stimmt! Machen wir gleich den Stachelraum. Hier liegen jetzt auch Herzen rum. Das ist optimal. Hier erstmal die erledigen. Ja. Hat sich jetzt nicht böse gelohnt, aber der Schlüssel, sagen wir mal, ist noch wertvoller als die Fliegen, die ich jetzt um mich rum habe. Was soll's. Okay. Haben wir schon einen Schlüssel ausgegeben in der Ebene? Ich glaube nicht, aber jetzt können wir auf jeden Fall. Jetzt können wir auf jeden Fall alles machen.
Ah, du bist noch nicht tot. Ist das so gesprengt? Kann man das irgendwie so beschränkt durch? Ja. Schade. Okay, da geht's zum Shop. Noch ein großer Raum kurz vorher. Ah ja, ich sehe das so ein bisschen als Bonus und in so Ebenen, in denen nicht so viel passiert. Bin ich der Meinung, kann man durchaus auch mal noch ein bisschen rumlaufen. Und ja, wie gesagt, Bonus-Content holen. Hat nichts gespawnt, okay. Komm umsonst in den Shop. Aber hier ist auch nicht brauchbar was drin. Hätte ich jetzt einen Schlüssel dafür geopfert, wäre es ein bisschen ärgerlich, aber so ist es. Kein Stachelraum? Okay, dann kein Stachelraum. Ach, da waren wir schon drin, oder? Ah ja, da unten waren wir. Waren ja gerade drin. Ich bin doof. Alles gut. Ich hab nichts gesagt. Alles gut. Abflug. Wiedersehen. Und tschüss, Sikorsky. Jetzt hoffen, dass wir nicht getroffen werden. Das ist jetzt immer der Moment. Es kommt jetzt so oft dieser Moment. Und es kann 100-mal gut gehen. Nein, 100-mal nicht. Es kann, ja, 5-mal gut gehen und beim 6-mal in Sheol geht's dann schief. Das ist das Problem. Damage ist aber auch wieder okay, 7,57. Vorsichtiger Raum, vorsichtiger Raum. Vorsichtiger Raum. Gefährlicher Raum, ich sollte vorsichtig. Was labe? Ja! Okay. Die Ebene ist schon mal so gut wie geschafft. Wie gesagt, die Ebene ist so gut wie geschafft. Ah, oh, da komme ich wieder nicht ran. Ärgerliche Momente. Da komme ich auch nicht ran. Brauche ich aber auch nicht. Aber ich bin schnell genug. Ich sollte direkt zum Knopf kommen. Shop und Bettler. Oha. Bei 11 Münzen. Bei 11 Münzen würde ich fast... Ja, wir gucken kurz in den Shop rein. Aber ich würde fast für den Bettler gehen. Mehr Münzen. Mehr Münzen. Yo. Wir gehen für den Bettler. Nehmen wir mit. Das sind alles geniale Sachen, ne? Aber wie gesagt, ich brauche was, was mich schützt. Ich brauche was, was mich vor Treffern schützt. Das ist das Problem. Beste Damage im nächsten Raum nützt mir halt nichts. Nützt mir halt nichts, wenn ich nicht safe durchkomme. Okay. Interessante Dinge, die du hier tust. Zweiter Raum. Hier ist ein Shot Speed Up. Alles geiles Zeug, aber ich brauche Schutz. Brauch irgendeine Form von Schutz. Bekannte Pille. Aha.
Okay. Stachelraum. Stachelraum geht in. Zwei Bomben fange ich nicht an, Geheimraum zu suchen. Quatsch. Mit zwei Schlüsseln öffne ich die noch nicht. Heiße Sache. So. Sehr nice Sache. Gut, dass wir zurück sind. Der Stachelraum war auf jeden Fall gut. Ist halt das Ding jetzt. Dass wir wieder überleben müssen, den nächsten Raum. Die nächste Ebene. Den Anfang der nächsten Ebene. So, das wollte ich sagen. Mein Gott. Und das wird halt wieder kritisch. Weil wir wieder keinen Schutz haben. Ich muss ganz kurz nachgucken, ob mir das Herzen gibt. Ich glaube, es gibt mir schwarze Herzen. Also normalerweise wäre es super gut, aber in dem Fall nicht. Ich glaube, es gibt mir schwarze Herzen. Also ich kenne das Ding ja, ich muss nur nachgucken. Plus ein Blackheart, plus drei Bomben. Ja. Ja, nee. 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 Das wäre jetzt nicht wert. So. Wir haben drei Räume. Welcher führt mich ins Glück? Er führt mich, wenn ich jetzt nicht komplett dumm bin und komisch laufe, in ein kleines Glück zumindest schon mal. In ein sehr kleines. Okay, ich will. Oh Gott, wenn ich. Oh, ich will durch die. Doch, ich muss nie wieder durch den Raum laufen. Ich will nicht mehr zurücklaufen. Ich hoffe, der Weg geht hier weiter. Scheiße! Ich werde immer zu hektisch. Ich werde immer zu hektisch. Ah, ich pack die beiden Versuche jetzt hintereinander, die ich gerade aufgenommen habe. Ich habe jetzt nämlich, ich wurde ein paar Mal unterbrochen in der Aufnahme und jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt, was jetzt ein Part ist und ist egal. Ich mache jetzt alles, was ich gerade aufgenommen habe, zusammen in einen Part. Dann habt ihr ein paar Versuche, die ihr sehen dürft. Viel Spaß dabei. Danke fürs Zuschauen und tschüss. So, hallo, wir machen weiter. Binding of Isaac Repentance. Wir sind im zweiten Part von den zwei Parts, die ich angekündigt habe, von wegen, ich mache jetzt noch zwei Parts, suchen wir uns noch an der Bloody Mary Challenge. Schauen wir halt mal. Es ist leider, es ist die Zeit, die man investiert in diese Runs, ne? Oha. Oha. Die Zeit, die man in diese Runs investiert. Ist es halt ja nicht wert, wenn du wegen einem Fehler in einer Ebene sofort alles verlierst. So, das ist das Problem. Jedes Mal muss man, aber das ist die Challenge, ne? Das ist mir schon klar, dass das die Challenge ist. Jedes Mal muss man hoffen, dass der Anfang der nächsten Ebene gut läuft. Und wenn der nicht gut läuft, so, dann war's das. Dann ist Ende im Gelände. Dann ist einfach Ende im Gelände. Das ist nicht gut. Na, da nützt jedes Tiers ab und so weiter. Selbst HPs ab nützen überhaupt nichts. Ich freue mich über die, klar. Aber entscheidend
ist es, dieses eine halbe Herz am Anfang der Ebene zu verteidigen und möglichst schnell Energie zu bekommen. Das ist das Entscheidende. Sonst nichts. Das ist das Entscheidende. Irgendwo ist ein Schlüssel gespawnt. Shoppy! Nice. Bin mir schon wieder unschlüssig, was dieses Schwein macht. Was macht dieses Schwein? Ich habe schon. Ich glaube, das Schwein ist eines der meist nachgeschautesten Items bei mir. When you take damage, coins will drop on the floor. Ja, super. Das bringt mir richtig viel. So. Hm. Noch haben wir Satanraum 100% Wahrscheinlichkeit. Wenn wir jetzt nicht getroffen werden, sollte es so bleiben. Oh, Putty-Fly. Das ist halt, ne? Das ist so ein Ding. Ich meine, ich hatte im letzten One auch Putty-Fly und es ging trotzdem schief, so. Aber trotzdem ist halt Putty-Fly schon mal wieder eine Möglichkeit mehr, nicht getroffen zu werden. Natürlich werde ich auch mit Putty Fly immer noch getroffen. Gar keine Frage. Aber grundsätzlich ist es halt eine Möglichkeit mehr, mal was abzuwehren. Das ist gut. Das ist natürlich gut. So, ich sehe, dass da so ein Ding ist, aber wir haben nur eine Bombe, deswegen werde ich jetzt noch nicht dafür opfern. Ich hoffe, wir kommen eher zum Boss und haben da noch ein paar Räume übrig, dass ich mein Buch wieder aufladen kann. Ansonsten habe ich natürlich notfalls auch genug blaue Herzen. So ist es nicht. Jetzt muss ich da hoch. Ah, das war blöd. Nein. Ja, da ist der Boss. Okay. Das ist aber eine ganz schön kleine Labyrinth-Ebene. Da bin ich gar nicht im Curse of the Labyrinth. Doch, bin ich. Ich habe auch alles gemacht. Das ist ein sehr kleines Labyrinth jetzt gewesen. Na gut, dann müssen wir eben die blauen Herzen opfern zum Einsetzen. Des Buches. Ist okay. Machen wir. Alter. Das war ein richtig mieser Kampf. Er war böse mies, aber er hat ja an der Wahrscheinlichkeit vom Satanraum nichts geändert, interessanterweise. Ich dachte, wenn ich da dann nochmal getroffen hätte. Aber ist egal, wir sind bei 48%. Wir bleiben scheinbar auch bei 48%. Wollen wir recht sein. Okay, cooles Ding. Wenn da jetzt sowas wie Dings dabei ist. Das Sun muss ich wieder mitnehmen. Das Sun wäre jetzt wieder so für bis zu Sheol, ne? Bis zu Sheol behalten. Das wäre jetzt halt wieder dieses The Sun-Ding. Wobei, der Auto-Turret wäre cool. Der Auto-Turret wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Wenn wir mal ehrlich sind. Der Auto-Turret wäre gar nicht mal so verkehrt. Und ich meine, ein Herz für den Auto-Turret, ja, könnte man... Das.
Könnte man sich überlegen, oder? Könnte man... Ach so. Kann ich so sprengen? Nee, kann ich nicht. Nee, ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Falsche Richtung. Nein, ich will das dann mitnehmen. Dankeschön. Der ist hier und jetzt ist der Satanraum weg. Kommt der nicht noch? Kommt der nie, wenn ich den... Kommt der nicht nochmal zufällig? Nee. Ach so, wenn ich den... Okay. Ja gut, so. Also, Karte des Sun ist dabei. Abflug. Nächste Ebene. Es kommt wieder drauf an. Die Reihenfolge müsste andersrum sein. Es müsste erst das Kreuz aktiv werden und dann das Herz. Aber ja, ist natürlich ist schon klar. So, was haben wir für einen Curse? Blind. Junge, der schießt ganz schön eng. Nee, 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 nee. Mich gerade echt eine Trollbombe in die Luft gejagt. Ah, come on. So was Dämliches einfach so, ne? So was Dämliches einfach. Das ist das, was ich meine, ne? Du investierst so viel Zeit in die vorigen Wand, in die vorigen Räume. Ja, und ein Raum beendet dich halt einfach in der nächsten Ebene. Und das passiert jedes Mal. Kann jedes Mal passieren. Aber das ist so kritisch. Es kann einfach jedes verdammte Mal passieren. Boss. Oh, ist das frustrierend. Ja, ist alles ist ein cooles Upgrade. Ein sehr cooles Upgrade. Ach, ich bin dumm. Ich wollte erst die Räume spielen, dass sich das gut wieder auflädt. Ja, es ist alles ein cooles Upgrade, aber wie gesagt, die besten Upgrades nützen in dem Fall nichts, wenn ich brauche Regenerierungs-Items oder keine Ahnung.
irgendwas, wie ich schnell Herzen am Anfang einer Ebene bekomme. Das ist, was ich brauche. Das ist das, was diesen One hier notwendig macht. Auch das, super Item. Alles fantastisch. Der Tropfen? Ist der Tropfen neu? Ich glaube nicht. Ist das der normale Tropfen? Bloody Lust, Rage, each time you can take damage. Ist es das Ding? Das sieht irgendwie kleiner aus als das Bloody Rage. Ach, meine Fresse. Als das Bloody Lust. Wie sieht der Tropfen klein aus? Gibt es auch noch kleine Tropfen? Oder es wird schon das sein. Also ich nehme es auf jeden Fall nicht. Guck nur kurz in den Items, ob es auch so kleine Tropfen gäbe. Dann würde ich ihn allerdings nicht lesen. Nee. Nee, scheint nicht der Fall zu sein. Zumindest sehe ich keinen Gegenstand, der wie so ein kleiner Tropfen aussieht. Das muss nichts heißen. Das ist mir klar, dass das nichts heißen muss. Aber ich sehe jetzt keinen entsprechenden Gegenstand. Und das andere kenne ich nicht. Kostet ein Herz. Man wüsste, was es macht, ne? Sieht aus wie irgendein Vertrag. Aber auch das kenne ich nicht. Was ist das? Nee, naja, Vertrag. So eine Rolle. So eine Rolle. Was könnte die... ich mach mal kurz, dass die Zeit nicht weitergeht. Was könnte die Rolle machen? An sich, ich glaube, ich nehme es einfach. Es wird jetzt nicht irgendwas furchtbar Schlechtes sein. So wie mit diesen Bad Pills. Ich weiß noch nicht. Also irgendeinen positiven Effekt muss es ja geben, wenn man diese Bad Pills hat. Aber ich weiß nicht. Gott, immer diese Überlegungen. Es ist so... man weiß einfach nicht, was man tun soll. Aber wir sind gerade mal am Anfang. Kann ich jetzt wirklich ein so schlechtes Item einsammeln? Eigentlich nicht, oder? Was soll schon schief gehen? Wir nehmen's und gut ist. Dumm wär's, wenn es jetzt ein Spacebar-Item wäre. So als Spacebar-Item, weil ich ja das Buch habe. Was laber ich lange rum? Wir nehmen's einfach. Scheiß drauf. So, hier, gib mir das. Yo! Okay. Das sieht doch nach was aus. So, wir sind aber noch lange nicht in der Ebene fertig. Das kommt noch dazu. Habe ich die Dinge jetzt immer am Anfang, dass die Gegner angreifen? Das wäre voll gut. Weil mir das Räume klärt. Auf irgendeine Art und Weise. Ah, ist das immer ein anderer? Ja, der verwandelt sich. Das heißt, es ist ein Familiar, der wie praktisch die sieben hier Dings zünden agiert. Ah, deswegen hier die, bei ihm die Weißen fliegen. Okay, das ist ein gutes Item für Räume clearen, ohne dass ich was machen muss. Also die helfen mir ja dann böse beim Clearen. Das ist nicht verkehrt, das ist gut. Das fühle ich. Gut, dass wir es genommen haben. Ich kannte es noch nicht, aber gut, dass wir es genommen haben. Okay, und der verwandelt sich immer wieder so ein bisschen. Stachelraum, sehr gut. Da müssen wir rein.
Ah, komplett useless. Komplett useless. Bitte drop zumindest irgendwas Brauchbares, wenn ich den Raum schaffe. Okay. Schlüssel für Herzkammer machen. Und da ist mein Job. Auch normalerweise nichts, was man besuchen würde mit 3 Münzen, aber wie gesagt, wir sind in der ersten Ebene und da ist er halt umsonst. Also geht man da auf jeden Fall einmal rein. Guckt sich um und entscheidet sich dafür. Hier ist tatsächlich nichts, was wir nützen können. Gut. Dann wäre es jetzt cool, wenn wir dieses Herz noch voll bekommen würden, dass wir den möglichst großen Damage bekommen in der nächsten Ebene. War ich irgendwo noch nicht? Da war ich noch nicht. Jo, aber das ist voll gut, dass der da ist. Das könnte... Oha, okay. Das könnte schon ziemlich dabei helfen. Ah, ja, hier. Das könnte schon... Oh, da war ich auch noch nicht drin, okay. Ach so, jetzt liegt der hier ein Herz. Da kann ich doch auch hier einmal den Opferdienst machen. Hier liegt dein Herz. So. Why not, ne? Okay. Abflug. Ich habe alles, was ich brauche. Ja, jetzt kommt es halt wieder drauf an. Ich hoffe, du hilfst mir, Kollege. Ich hoffe, du hilfst mir. Brauchbar. Auf brauchbare Art und Weise. Okay. Jetzt könnte ich natürlich hier spielen und Herzen erhoffen. Also das... war jetzt aber wirklich mehr Glück als Verstand. Aber viel mehr Glück als Verstand. Oh mein Gott, ey. Wow. Okay. Die Ebene ist damit sicher. Entscheidend sind wieder die nächsten Ebenen. Aber jetzt gehen wir hier natürlich, wenn wir müssen. Es ist halt das Ding, du musst dir die Zeit nehmen in den Ebenen, weil du könntest halt sonst irgendwas verpassen, was dir den Run enorm erleichtert. Wie zum Beispiel dieses rote Kreuz, von dem ich nicht weiß, was es tut und deswegen sammle ich es auch einfach ein. Chaos. Chaos kenne ich doch. Sah Chaos nicht anders aus? Ich dachte, Chaos sah anders. Na gut, dann haben wir jetzt Chaos. Ist okay. Die Ebene ist schon jetzt, die Ebene ist schon jetzt clear. Also die Ebene ist praktisch clear. Wir werden alles ablaufen. Wir machen auch gleich den Boss. Satanraum Chance ist da. Mal Jordi. Jordi kriegt auch Mütze. Kann man das eigentlich stacken, das Buch? Oh ja, kann man. Stabil. Auch gut zu wissen für den Endkampf. Dann hau ich da einfach... Oh! Ah, nee, der... Ah, den schick... Den, okay, den muss ich steuern. Nee, das ist nicht so cool. Außer man könnte... Da ist schon wieder was ich nicht kenne. Das andere ist, ich werde als Dings wieder geboren. Ich nehme das mit. Sieht gut aus. Ich weiß nicht, was es ist. Ich nehme es mit. Tears up, you feel forgiven. Ich habe ein weißes Herz bekommen. Wait, das ist ein Tears up? Und man kriegt das Herz zurück im Sinne von...
im Sinne von... Dann will ich jetzt allerdings doch nicht in der Ebene weiterspielen, weil ganz ehrlich, das Herz, was ich da jetzt bekomme, ist ja weg, wenn ich jetzt getroffen werde. Dann lassen wir es an der Stelle. Gehen weiter. Wir lassen es an der Stelle sein. Der Roboter-Dings ist jetzt... Den muss ich selber steuern, das ist ein bisschen unangenehm. Aber gut, was soll's. So, jetzt kommt sie da drauf an. Jetzt kommt sie da drauf an. Jetzt nicht getroffen werden. Jetzt nicht getroffen werden. Boah, das war super knapp. Habt ihr es gesehen? Der hat mich fast erwischt. Die Scheiße hat mich fast erwischt. Was ist das? Ain't I may see your destiny. Oh, das Ding hätte mich fast erwischt. Das ist so kritisch immer wieder. Okay. Holen wir uns, wenn wir wieder Energie haben. Oder ist das ein halbes Herzraum-Ding? Keine Ahnung, dann gehe ich nicht rein. Stimmt, wenn es jetzt... Oh nein. Dieses Ding könnte mich jetzt auch beenden. Ich versuche mal, den Roboter dahin zu schicken, dass ich hier meine Ruhe habe. Aber die können überall auftauchen, das ist das Ding. Stimmt, die können auch dort auftauchen. Ja, der Roboter war dafür jetzt ganz gut sogar. Sollen wir den halben Herzraum riskieren? Ich bin gerade ein bisschen skeptisch. Bitte trefft mich nicht. Wo ist mein Roboter? Da oben kommt er runter. Das war schon wieder viel zu knapp. Okay. Ich muss aufpassen, dass die nicht in mir explodieren. Ansonsten sollte das laufen. Ah, das sind denen seine Fliegen. Das sind denen seine Fliegen. Ich dachte jetzt gerade schon hier, die Fliegen kommen direkt zu mir. Wieder kein Herz. Kein Herz bisher. Oh, wir schaffen so viele Räume und wir kriegen kein Herz. Das ist kritisch. Der in der Mitte gefällt mir nicht. Wenn ich hier stehe, bin ich safe, ne? Bis hierher war jetzt komplett umsonst. Der ganze Weg. Ich hätte nicht mal gehen müssen. Und ich habe kein Herz bekommen. Okay. Okay, gehe ich auf jeden Fall rein, weil es könnte ein Herz rauskommen. Leider kein Herz dabei gewesen. Und für einen Geheimraum haben wir auch noch nicht so wirklich die Möglichkeit, irgendwas zu sprengen. Kommt wieder so ein kleiner Raum. Wieder kein Herz, das kann nicht. Oh, leckt mich doch. Wenn ich mich gut verstecken kann, dann kann ich mit dem Roboter ja echt viel klären. Also, Herzen, komm jetzt. Dann sprengen wir so, dass der Pilz mit weggeht. Warte. Warum krieg ich keine Herzen? Ich krieg nix. Großer Raum. Ich würde sagen, großer Raum ist besser. Der angenehmste Raum, weil die Dinger so sich porten können. Alter! Der ist in mir gespawnt! Wie kann ich das denn verhindern? Der ist einfach in mir gespawnt! Der ist einfach in... Alter. Alter, wenn mir das jetzt gerade... Ja, okay. Spielen wir eh nicht die Ebene. Der ist einfach in mir gespawnt. Wie frech ist das denn?
Oh, sowas wie das Yam-Hard wäre auch gut. Als Item. Kommt mir gerade so. Ja. Ah, wollte ich gar nicht einsammeln. Sowas wie das Yam-Hard wäre auch echt gut. Und wir hatten schon so oft so gute Möglichkeiten für den One, aber es ist halt das eine halbe Herz am Anfang. Und wie viele Räume haben wir gerade eben in dem letzten One jetzt geschafft? Wie viele Räume haben wir geschafft und haben nie ein Herz bekommen? Das ist halt echt. Das ist dann halt echt beschissen. Also ein bisschen Glück ist schon auch dabei. Bossraum. Sehr gut. Diesmal denke ich hoffentlich dran, dass ich nicht gleich zum zweiten renne, sondern nur den ersten mache. Und dann das Buch wieder auflade. Alter! Was kann ich überhaupt? Jo, du bist ganz schön fix, ne? Match-up ist natürlich alles nice, aber ihr kennt mein Problem. Nicht so, dass ich mich nicht über dieses Item freuen würde. Ich freue mich über dieses Item. Aber es ist halt... Ja. Es nützt mir halt nichts, wenn ich trotzdem getroffen werde. So. Nee, oben rum. Okay. Das werden wir auf jeden Fall sprengen. Ah, wir haben nicht eine Bombe. Ich brauche eine Bombe. Ich brauche eine Bombe für blauen Stein plus zwei Bomben. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder zum Boss. Gehen wir erstmal wieder zum Boss. Da ist auch ein blauer Stein. Ich habe den gesehen. Ich sehe die alle. Ich kann sie halt nicht sprengen. Ah, lauf halt nicht weg. Du Knallpfosten! Hier ist ab. Alles geile Sachen. Im normalen One würde ich mich übelst freuen. Der Turret, der Turret, der Turret, der Turret. Den nehme ich wieder mit. Der kann halt so viel helfen. Ah, ne. Jetzt hätte ich fast hier, weil ich gedacht habe, da liegt ein Herz drum, hätte ich fast das Buch nochmal eingesammelt. Der Turret kann halt so viel helfen. Es ist insane. Aber wieder keine Bomben. Ich brauche unbedingt noch eine Bombe. Ich muss irgendwoher noch eine Bombe bekommen. Lieber Raum, hast du eine Bombe für mich? Aua. Auch dieser Raum hat keine Bombe für mich. Hast du eine Bombe für mich?
bist. Ja, du hast. Sehr gut. Passend setzen und kaboom. Dann besuchen wir jetzt auch kurz den Stachelraum noch. Da wir den eh gerade schon gefunden haben. Kein nützlicher Stachelraum. Na doch, wir kriegen den Schlüssel. Okay. Ein Schlüssel gegen ein Herz ist okay. Das ist die Frage, besuchen wir die anderen Räume noch? Ja. Wir haben drei Schlüssel, wenn wir irgendwo noch so eine Truhe bekommen würden oder sowas. Und da ist ein cooles Item drin. Würde ich mich einfach nur in den Hintern beißen, wenn ich es nicht mitbekomme. Also gehen wir noch durch. Wir nutzen wieder die Zeit. Wir investieren die Zeit wieder und wieder und wieder. Nur um dann eben doch einfach an einer einzigen Sache zu scheitern. Nämlich einem Halbherz. Also wenn es jetzt in dem Part nicht funktioniert, dann lassen wir es. Also dann lassen wir es erstmal. Dann ist es auch eine der Challenges, die ich noch nicht geschafft habe. Wir haben ja auch in Afterbirth Plus einige Challenges einfach erstmal Challenge sein lassen. Es gibt noch so viel anderes, was wir tun können. Dann habe ich es mir zumindest mal angeschaut. Was ist denn das hier für ein blutiger Schlüssel? Das sieht ja auch super interessant aus. Kann man damit Herzen Türen öffnen oder sowas? Nichts, was ich auf jeden Fall nutzen würde jetzt aktuell, aber grundsätzlich halt sieht es interessant aus. Love, chill. Mach mal hier nicht so ein Herz. So, was für eine Karte hast du mir hinterlassen? Nichts, was wir brauchen, aber wir nehmen es einfach mal mit, weil ist halt so. Okay, Abflug. Abflug durch die Mitte. Viel Damage-Up gibt es jetzt noch nicht. Aber es geht ja gar nicht um den Damage-Up. Es geht ja darum, dass wir möglichst schnell Herzen sammeln. Zack. Was willst du tun? Oh Gott, ich war schon wieder. Ich habe mich schon wieder tot gesehen. Ich habe mich gerade schon wieder tot gesehen. Weil ich komplett dumm da hochgelaufen bin. Das hätte sowas von schief gehen können. Das ist halt das Ding. Es ist ein Moment entscheidend. Dieser Moment kann positiv oder negativ sein. Herz! Boss! Willst du mich veralbern? Kein Herz, aber Boss. Ich kann jetzt nicht zum Boss gehen mit der Energie. Ich brauche ein Herz. Ich meine, ich könnte die Ebene jetzt abschließen. Wenn der Boss funktionieren würde mit einem halben Herz, könnte ich die Ebene abschließen. Aber so wird das ja nichts. Okay. Schaffe ich das irgendwie so, dass nur ein... Ich glaube nicht. Also... Ich meine, auf jeden Fall mache ich Gewinn. Ah, yes. Auf jeden Fall mache ich Gewinn. Ich überlege nur, ob ich so sprengen kann. Wenn ich jetzt die Bombe hier hinsetze, sprengt es dann die Steine nach außen weg oder sprengt es einfach gar nichts? Es sprengt sie, aber nicht nach außen weg. Aber ich habe keinen Verlust gemacht, weil jetzt muss ich trotzdem nur zweimal sprengen. Okay. Ich habe keinen Verlust gemacht, das passt. Gehen wir gleich zum Boss mit 1,5 Herzen? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Boss.
Ja, das sollte dauern. Erstmal den Quatsch hier weg, erstmal den Quatsch hier weg. Dann schnell den Quatsch hier weg. Nein, das war nicht gut. Ich hab nicht hingesehen, ich hab nicht hingesehen. Scheiße. Geh down, geh down, geh down, geh down, geh down. Mach keine Scheiße mehr. Mach keine Scheiße mehr. Geh down. Oh yes. Das war viel zu knapp. Und noch ein HP wieder dabei. Okay, jetzt müssen wir noch ein bisschen was in der Ebene machen. Eieieiei. Ich muss halt hoffen, irgendwas Brauchbares zu finden. Irgendwas Brauchbares. Wir brauchen irgendwas. Nice. Erstmal die hier sprengen. Toll. Okay, blöde Kiste. Blöde Kiste. Ach, komm schon. Kein guter Stachelraum. Was soll's? Steckt man halt nicht drin. Jo. Stellt euch vor, das wäre jetzt ein Raum mit einem halben Herzen. Ich wäre hier reingegangen mit einem halben Herzen. Imagine, ja, jetzt wäre ich tot. Imagine, ich wäre hier hochgegangen. Hätte ich auch machen können, ne? Das war ja... War ja möglich. Wäre ja möglich gewesen. Alter. Ah, das ist ein Challenge-Raum mit vollen Herzen, glaube ich. Oh, das ist ein kleiner. Ich hasse die. Okay, wo ist er? Da. Okay, Schlüssel, cool. Okay. Shop. Shop und Kiste. Nützt mir nix. Nice. Da ist wieder diese... Ist das die Seife? Nee, das ist nicht die Seife. Ist irgendwas anderes. Keine Ahnung, was es ist. Hier komme ich nicht ran. Brauche ich aber auch nicht. Naja, doch, ich hätte es gebraucht, aber was soll's. Nicht so wahnsinnig dringend. Haben wir alles? Wir haben alles. Leider gehen wir jetzt nicht mit voller Energie raus. Aber was soll's. Wie gesagt, das Entscheidende ist zu überleben. Das Damage Up ist jetzt da nicht ausschlaggebend. Puh. Okay, wir gehen direkt in die Arcade. Viel zu gut. Viel zu gut, was hier gerade wieder passiert ist. Ja, spreng ich auf jeden Fall. Kriege meine Bombe zurück. Oh Gott. Oh Gott. Die hole ich mir später. Die hole ich mir später. Und der habe ich jetzt ein bisschen Bammel. Also vor der Bombe da drüben habe ich jetzt ein bisschen Bammel. Dann machen wir erst den Boss. Erst Bombe, dann erst Boss, dann Bombe. Weil mir die Stacheln halt ein ganzes Herz abziehen, wenn ich da drauf laufe. Das müssen wir ja nicht riskieren. Full health. Ja,
wir haben die Full Health Pille gefunden. Die jetzt nochmal bekommen. Wäre cool. Die jetzt nochmal bekommen wäre awesome. Dann behalten bis zu Sheol. Und dann behalten bis zu Sheol. Shop, sag ich schon. Boss. Boss gefunden, an die Kiste kommen wir nicht an. Oh, du schon wieder. Du hast mir vorhin böse gegeben. Zeit, dich mal wieder richtig zu spielen. Gut dazu. Ja, er gibt mir wieder böse. Ich bin, also ich kann einfach nichts. Alter! Nicht mit vier Herzen bei Krampus draufgehen. Oder was, wie heißt der anders, weiß ich nicht. Ist ja egal. The Fallen könnte auch heißen. Mit vier Herzen! So ein Käse. Danke fürs Zuschauen und tschüss.